Schwierigkeiten bei der Rallye Dakar einmal anfangen, dann steckt man sofort tief im Schlamassel. Francisco Pita kann davon ein Lied singen. Beim Versuch, meinen Wagen abzuschleppen, ist der vordere Teil abgebrochen. Da sehen Sie mal. Und das war nur der Anfang eines sehr, sehr langen Tages. Und wie komme ich jetzt daraus? Das ist sehr seltsam. Das ist nicht normal. Mein Co-Pilot hat gesagt, hier halten wir an. Und ich habe ihm gesagt, nicht hier, die Busse fahren hier nicht vorbei. Wir müssen es bis ins Biwak schaffen. Und da finden wir bestimmt einen Zug nach Lissabon. Da haben wir natürlich gelacht. Das sind wirklich sehr nette Menschen mit einer guten Einstellung. Da hält wirklich keiner an. Wirklich außerordentlich nett. Ich schwöre dir, wenn die einmal so feststecken sollten, halte ich auch nicht an. Die sind verrückt. In so einer Situation siehst du den Unterschied zwischen guten und schlechten Menschen. Du leidest hier wirklich. Diese Rallye ist unglaublich. Da zeigt sich der wahre Charakter, eine echte Lehrstunde.